Wie der Videotitel schon sagt, ist das hier heute genau das richtige Video für alle JDM-Freaks und Tackle-Enthusiasten, denn es geht um die Routen der Neuke Satan-Serie. Ich bin Carsten und ihr seid bei Lunatic. Viel Spaß beim Schauen. Wer sich jetzt fragt, ob wir ab oder mit diesem Video wieder Vorbestellungen für Neuke-Routen annehmen, ja, das tun wir. Aber bevor ihr jetzt wie wild in eure Mail-Accounts, eure Insta-Accounts und sonstiges rutscht, schaut vielleicht noch mal kurz zu, denn es haben sich ein paar Sachen geändert, was die Vorbestellung an sich angeht, und es kommt eine komplett neue oder ein komplett neues Neuke-Modell mit dazu, das wir so noch nie angeboten haben. Und das sicherlich, ich finde es super interessant, auch für den einen oder anderen von euch, super interessant sein könnte. Wer die Neuke-Routen noch gar nicht kennt, für den würde ich gerne einmal kurz ein bisschen was zu den Routen erklären, wo sie herkommen, was sie so besonders macht und so weiter und so fort. Im Prinzip, ich habe es gerade schon gesagt, dass das hier das richtige Video für alle JDM-Freaks ist. Und das sagt auch schon im Prinzip, wo diese Routen herkommen. Neuke, japanischer Hersteller. Das heißt, nicht nur die Gummis sind 100% made in Japan, nicht nur die Chatterbaits werden komplett in Japan gebaut, auch die Neuke-Routen sind 100% made in Japan. Und natürlich werden die Routen jetzt nicht bei Neuke im Keller gebaut, aber die Routen kommen aus der für uns besten Routenproduktionsfirma, die es in Japan überhaupt gibt. Es gibt allgemein nicht so viele, und die Firma, der eine oder andere hat es inzwischen auch schon mal spitzfindig rausbekommen, die Firma, die diese Routen baut, ist für uns die beste Produktionsfirma für Routen in Japan. Was die Routen jetzt aber so besonders macht, ist nicht unbedingt die Produktionsfirma, weil die setzt im Endeffekt nur das um, was Neuke, was Takeuchi-san oder wir in Kombination im Prinzip als Auftrag an diese Routenproduktionsfirma übergeben. Und was die Routen vielmehr so besonders macht, ist einerseits die Materialwahl, also sprich die Wahl des Carbons. Und Toray Carbon ist jedem von euch ein Begriff, der wird hier verwendet, aber auch Carbonfasern oder Carbonmatten von Mitsubishi, was viele im Prinzip gar nicht oder wahrscheinlich gar nicht so als Zulieferer auf dem Schirm haben. Und es gibt noch einen dritten Lieferanten, den nicht mal ich kenne. Neuke sagt halt, er ist sich recht sicher, dass kein anderer dort bestellt oder bezieht. Zumindest weiß er es nicht. Und auch wenn wir inzwischen super gute Freunde sind, er sagt, das ist mein letztes Geheimnis, das behalte ich für mich. Natürlich reicht es am Ende nicht, einfach nur irgendwo Carbonmaterial zu bestellen und eine Firma rüber zu schicken und zu sagen, macht mal. Man muss halt auch schon im Prinzip wissen, was man für eine Aktion erreichen will und wie man das macht. Ich habe hier jetzt mal einmal als Beispiel, ist sie das? Ja. Die allseits bekannte und beliebte oder wahrscheinlich das beliebteste Modell aller Neuke-Routen, die C610M für euch. Und an der kann ich mal ein kleines Beispiel geben. Innerhalb dieses einen Routenblanks kommen Carbonmatten mit 4 verschiedenen Tonnenwerten zum Einsatz. Und zwar von 24, 30, 35 und 48 Tonnen Pressdruck. Das Ganze wird gemacht, um den Blank in den unterschiedlichen Teilen, Spitze, Backbone, Mittelteil, eine ganz eigene Aktion zu geben. Darüber hinaus sind die Blanks tatsächlich auch gar nicht so krass hochmoduliert und dünnwandig, wie man das oft erwartet, sondern Neuke arbeitet bewusst mit etwas höheren Wandstärken, um die Routen einfach besonders robust zu machen. So sollte es richtig heißen. Nichtsdestotrotz sind die, was die Sensibilität angeht, aber von einem anderen Stern. Also die sind so glasklar und überragend in der Übertragung. Das muss man halt einfach mal gefischt und gefühlt haben. Und das wird hier im Prinzip nicht dadurch erzielt, dass man die Blanks besonders dünn macht und so bis ans Maximum hochmoduliert, sondern einfach, da sind wir wieder bei Materialwahl und Materialzusammensetzung. Takeuchi-san ist einfach super versiert und weiß einfach, worauf es da
ankommt. Die Blanks an sich finde ich sehr cool. Man kann das fühlen, man kann das sehen. Die sind vollständig ungeschliffen und unlackiert. Also die sind komplett so, wie sie sind, raw. Spart einerseits Gewicht. Ich finde, es sieht gut aus, fühlt sich gut an. Und ist natürlich der Sensibilität nur zuträglich, wenn man dann nicht noch Lack oder Ähnliches draufklatscht. Bei den Ringen, ganz kurz dazu, brauche ich euch nicht viel zu sagen. Selbstverständlich Fuji-Bauteile, Titanringe. Genauso gut hier am Rollenhalter kommt natürlich auch nur Fuji zum Einsatz. Hier bei der Verschraubung haben wir Custom-Teile. Also die sind für Neuke so aus Metall produziert. Die kann man jetzt nicht irgendwo kaufen und sagen, ich verbaue die auch. Ansonsten sind die Routen aber relativ clean und schlicht gehalten. Also nicht, da wird wenig Wert auf Bling-Bling und Optik gelegt, sondern Neuke sagt halt, wenn ich irgendwo $5 an irgendwelchen Glitzerteilchen einspare, kann ich die lieber in den Blank stecken. Und darauf kommt es am Ende an. Finde ich, hat er vollkommen recht. Und ja, die Blanks oder die Routen geben ihm da auch nur recht. Wer schon mal so ein Ding in der Hand hatte, weiß, ja, weiß halt, wie krass die sind. So, ich hatte gesagt, es kommt noch ein neues Modell. Also das war die 610, also anders. Wir planen die zweite Produktionsrutsche der 610ML, der 610M Version 2 und der 72MH. Was genau die für Daten haben, packe ich euch in die Videobeschreibung. Und damit ist für all diese Routen dann auch das Limit erreicht. Das ist auch noch eine Besonderheit der Routen. Neuke versteht sich selbst in erster Linie als Hersteller für Gummiköder, Bladed Jigs und Ähnliches. Man produziert die Routen immer nur etappenweise und in kleinen Auflagen von 50 bis maximal 100 pro Produktionsdurchlauf. Das heißt, es gab von diesen gerade genannten 610ML, 610M und 72MH gab es schon jeweils eine Produktion vor ungefähr anderthalb Jahren. Jetzt planen wir im Prinzip die zweite und damit ist der Deckel drauf und danach gibt es diese Routen so, wie sie hier sind, wie ich sie gerade in der Hand hatte und wie hier noch eine andere neben mir steht, nie wieder. Zu der Vorbestellung, weil ich weiß, dass der eine oder andere jetzt schon der Tackle-Affe im Kopf durchdreht, schreibt mir bitte eine E-Mail an meine Mailadresse, die schreibe ich euch unten nochmal in die Videobeschreibung. Das ist die c.meier@lunatic.de und ganz wichtig, in den Mailbetreff Neuke Say 10 oder Seiten, im Prinzip viele sagen Seiten, eigentlich ist es Say 10, ich kann aber auch kein Japanisch, will ich jetzt nicht sagen, dass ich es hundertprozentig richtig ausspreche, aber auf jeden Fall bitte Neuke Say 10 und dann Vorbestellung in die Betreffzeile, dass ich das danach filtern kann. Dann mache ich chronologisch nach Eingang der Vorbestellung oder führe ich eine Vorbestellerliste und jetzt kommt der erste Unterschied zu den bisherigen Vorbestellungen. Wir hatten sonst immer gesagt, ihr könnt euch unverbindlich auf eine Liste setzen lassen. Wir fragen euch dann nochmal an, ist es irgendwie nach einem halben Jahr seid ihr noch dabei? Und kurz vorher, bevor die Routen kommen, klopfen wir das nochmal ab. Das machen wir so nicht mehr, weil das war tatsächlich im Endeffekt zu großes Chaos. Da sind Leute unten auf die Vorbestellerliste gerutscht, die eigentlich super gern bestellt hätten. Andere Leute haben sich aber gar nicht mehr gemeldet, wo man jetzt nicht wusste, naja, du wolltest ja auch nicht irgendwie Routen nachher abgeben bei Leuten, die eigentlich reserviert haben. Musstest dann irgendwann nach zwei Wochen durch Kontaktaufnahme per Mail und per was auch immer, Instagram oder so, wo du keine Antwort gekriegt hast, hast dann irgendwann gesagt, okay, streichen wir raus, der nächste rutscht hoch. Das ist aber zu kompliziert und ehrlich gesagt auch zu nervenaufreibend. Deswegen wird es folgendermaßen ablaufen. Ihr könnt ganz zunächst erstmal unverbindlich euch auf die Liste setzen lassen. Wenn der Auftrag dann erteilt ist und man grob abschätzen kann, wann die Routen fertig sind, das kann ich euch jetzt schon sagen, das wird definitiv mindestens 12 Monate dauern. Wir sind also ungefähr bei einem Datum, wo die Routen an euch ausgeliefert werden können, von ganz grob Frühjahr 2024. Wenn das fixiert ist, dass man sich da halbwegs drauf verlassen kann, dann ist in diesem Fall tatsächlich auch eine Anzahlung nötig. Einfach, damit ihr eine Sicherheit habt, damit wir eine Sicherheit haben und am Ende das nicht alles ein riesengroßes Chaos wird. Und
ja, im Prinzip der Rest ist dann halt tatsächlich aber auch erst fällig, wenn die Routen wirklich hier bei uns im Lager sind, gecheckt sind und wir sie ausliefern würden. So zum grundlegenden Ablauf. Jetzt hatte ich gesagt, es kommt eine Route komplett neu, die wir noch gar nicht hatten. Wir haben die Route in Deutschland schon seit einem halben Jahr, ich glaube sogar ein bisschen länger. Aber wir hatten sie halt noch nicht, wir haben sie halt noch nicht angeboten, um sie über uns zu beziehen. Und zwar geht es da um die 611 MH. Würde man sich vielleicht denken, 611 MH, 72 MH, das ist ja fast die gleiche Länge, gleiches Power Rating. Was kann die, was die eine nicht kann? Warum brauche ich die jetzt? Die Routen unterscheiden sich komplett voneinander. Wer neue Routen besitzt und wer das Ganze so ein bisschen verfolgt, was es da so für Modelle gibt, der weiß, dass nahezu alle Baitcasting-Modelle Medium-Fast-Taper besitzen und von der Aktion her halt eine Semiparabolik, also eine durchgehende Biegekurve mit schneller Rückstellung des Blanks miteinander kombinieren. Bei der 611 mH ist es jetzt mal was ganz anderes. Und zwar haben wir hier einen Extra Fast Taper mit einer ausgeprägten Spitzenaktion und einem sehr, sehr schnellen Blank, was die Rückstellung angeht. Also im Prinzip was ganz anderes. Die Spitze ist verhältnismäßig zu einem MH Backbone, also Rückgrat im Prinzip, ist die Spitze verhältnismäßig soft oder nicht unbedingt soft, also es ist keine weiche Spitze, aber sie im Prinzip kann man das so beschreiben, man kombiniert hier ein MH-Rückgrat mit einer ML- oder M-Spitze, es liegt so ein bisschen dazwischen, und einem Extra-Fast-Taper, wo im Prinzip, ja, wenn man das so möchte, man hat die Biegung sehr stark auf den Spitzen, also unter Last arbeitet die Route mit einer sehr ausgeprägten Spitzenaktion, bevor dann ein richtig knackiges Backbone einsetzt. Das bedeutet auf der einen oder bedeutet oder bedingt, so viel, so könnte man wahrscheinlich sagen, dass die Route sich von den anderen Routen auch total unterscheidet. Also fast alle Neuke-Routen, die ML, 610 ML, 610 M, 72 MH, sind alle super alroundige Routen, dadurch, dass man eine durchgehende Semiparabolik unter Last hat. Mit einem schnellen Blank könnt ihr damit natürlich Jigs fischen, könnt ihr Rigs fischen, könnt ihr aber auch Chatterbaits, kleine Cranks, Jerks, Minnows, Topwater-Köder, was auch immer fischen, weil die einfach super versatile sind, also breitbandig aufgestellt sind. Bei der 611 MH ist es jetzt ein bisschen was anderes. Man hat dieses sehr knackige Rückgrat mit einer ausgesprägten Spitzenaktion und einer Spitze, die, die eher irgendwo zwischen L und M liegt. Also es wäre quasi eine MHM oder sogar eine MHL, wenn man das so ausdrücken möchte. Das ist schon recht speziell, muss man sagen. Und das beschränkt die Route auch auf Rigs im Prinzip. Das macht sie wiederum aber extrem gut, weil der Blank, weil die Rigs sich super gut führen und animieren lassen und so weiter und so fort. Also beispielsweise, um euch mal ein Beispiel zu geben, welche Rigs funktionieren könnten, GK-Rigs von 3,557 Gramm plus Köder, 5 Gramm plus Köder Free-Rigs, einen C-Rig mit theoretisch sogar 3,5 Gramm Bullet und einem Smoking Dead oder so. Also ihr seht, recht leicht vom Ködergewicht mit einem knackigen Backbone hinten raus. Gab es so bei Neuke noch nicht, ist sicherlich eine coole, interessante Sache. Und auch dafür nehmen wir jetzt ab sofort die Vorbestellungen entgegen. Fotos kann ich euch demnächst, wer erst welche sehen möchte, auch natürlich zeigen. Wie gesagt, wir haben die Route hier. Sie ist jetzt gerade nicht in der Firma, aber wir haben sie hier. Sie ist bei Henrik. Und ansonsten wird es, aber ja, ich nehme mal hier einfach der Einfachheit halber den Griff. Duplon-Material, hier diese, was ich eben schon sagte, diese Metallverschraubung. Unlackierter Blank, ebenso wie man die Neuke-Routen kennt. Wenn ich nichtsdestotrotz noch ein Foto sehen möchte, kann natürlich noch ein bisschen warten, aber lasst euch gesagt sein, ihr kennt das wahrscheinlich auch.
Die Routen werden wahrscheinlich, oder die Vorbestellerlisten werden wahrscheinlich ratzfatz gefüllt sein. So, habe ich noch irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Also nochmal, wenn ihr die Mail schickt, bitte dran denken, Neuke Seiten Vorbestellung an die c.meier, nicht an die Info@, weil sonst wird es einfach durcheinander. Ganz wichtig, nicht per Warschalarm und Instagram und Facebook und TikTok und YouTube und sonst irgendwas. Per Mail bitte. Und auch nicht per Telefon, per Mail, dass man das noch vor sich hat und nochmal aufrufen kann. Ansonsten denke ich, dass wir alles haben, außer das Gewinnspiel. ich habe kurz überlegt, was man machen kann. Wir können natürlich jetzt keine... Achso, vielleicht noch, auch nicht ganz unwichtig, wer sich mit den Routen noch nicht so beschäftigt hat. Preislich liegen die Routen bei 649 Euro für die ML und die MH lag bei 679 Euro, wenn ich mich nicht täusche. Plus 10 Euro Verpackung, Handling, Versand und so weiter. So, und was ich gerade sagen wollte, ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, eine Route oder einfach mal so eine Route, die wir eh nicht da haben, weil es noch eine Weile dauert, zu verlosen. Aber was ich gerne machen würde, ich würde gerne zwei 50-Euro-Gutscheine für unseren Online-Shop verlosen. Die könnt ihr dann, wenn ihr Lust habt, wenn ihr gewinnt und wenn ihr so eine Route vorbestellt habt, könnt ihr die natürlich dafür nutzen, aber ansonsten auch für Köder, für Schnüre, für was auch immer. Wir machen das Ganze wie immer. Lasst mir ein Abo da, wenn ihr es schon getan habt, umso besser. Liked das Video und kommentiert das Video. Ihr könnt mir gerne Feedback zu den Routen dalassen, wenn ihr so eine Route fischt oder falls ihr sie schon mal gefischt habt. Ansonsten schreibt mir einfach einen netten Kommentar und beim nächsten Video, was ihr wisst, das nächsten Donnerstag dann online gehen wird, losen wir die beiden Gutscheingewinner aus. Ich setze mich morgen früh vor mein Notebook und habe wahrscheinlich schon die erste Liste voll zur 610M. Keine Ahnung, schauen wir mal. Auf jeden Fall danke ich euch fürs Zuschauen. Wenn ihr noch Fragen habt und ich irgendwas nicht erwähnt habe oder irgendwas unklar war, dann packt mir das ruhig in die Kommentare. Ich habe zum Beispiel gerade, oder mir fällt zum Beispiel gerade ein, dass ich noch was vergessen hatte. Was ich noch sagen wollte, und zwar betrifft das hier die 610M und da wollte ich noch mal kurz auf die Millimeterangaben des Blanks eigentlich eben eingehen. Weil man hat hier einen Rückgrat von, ich glaube es waren 9,8 mm und einen Spitzendurchmesser von 1,6 mm. Das heißt, man bewegt sich da eher rein auf die Millimeter gesehen bei einer Leitroute. Nichtsdestotrotz ist das hier eine klassische 3/4 Unze bis 21 Gramm. Und da sieht man schon, dass hier wirklich Know-how und Material vom Allerfeinsten drin steckt. Über die Verarbeitungsqualität bei Made in Japan Routen brauchen wir im Prinzip, glaube ich, nicht sprechen. Aber sollte noch irgendwas unklar sein, lasst mir einfach die Frage in den Kommentaren da. Ich versuche immer alles zu lesen und im besten Fall auch hier auf alles irgendwie zu antworten. Und ansonsten wünsche ich euch einen entspannten Tag und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, ciao!